Ja, hallo zusammen. Ich habe wieder mal tolle Funde abseits vom Flohmarkt gemacht, die so toll sind, dass ich sie euch in diesem Video präsentieren möchte. Also bleibt dran, los geht's. Ja Leute, erstmal möchte ich sagen, dass man die Regina hier kaum sieht, sondern man sieht nur den Haarschopf. Also nein, ich habe die Haare nicht abgeschnitten oder so. Sie sitzt hier, aber ja, ich habe noch nicht den idealen Platz gefunden. Deswegen sieht man halt nur die Haare. Ich hoffe, das stört nicht und lenkt nicht ab im Bild. Guckt mal genau hin. Ja, wie fange ich an? Heute gibt es kein Flohmarkt-Video. Heute gibt es Online-Funde, Facebook-Funde, also alles, was ich in der digitalen Welt gefunden habe. Flohmarkt ist nach wie vor mein absolutes Highlight. Ich liebe Flohmärkte. Dieses Jahr war so erfolgreich wie noch nie bisher. Aber auch die Online-Funde lassen sich nicht lumpen. Ich habe wieder einiges zusammenbekommen, sodass es sich lohnt, euch mal wieder mit einem Video zu versorgen. Und es sind geniale Funde. Ich freue mich da tierisch drüber. Und ich möchte anfangen mit einer Figur, von der ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ich wusste, dass es Figuren zu dem Film gibt. Kleine Figuren. Aber ich wusste nicht, dass es große Figuren gibt. Und da möchte ich euch einen vorstellen, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, der auf meinem Kanal ist, der die gute alte Zeit liebt, auch die Zeit der Actionfilme der 80er und auch Anfang der 90er. Denn hier ist jemand, den jeder kennen sollte. Ich habe hier den T-800 Arnold Schwarzenegger himself als mega große Riesen-Actionfigur. Das ist einfach Wahnsinn, der Typ. Ich stelle den mal hier kurz vor mich auf den Tisch, denn ich habe nicht nur die Figur bekommen, da gehe ich natürlich jetzt sofort drauf ein, sondern die Figur kam, ich mache das mal hier kurz zu, schlecht vorbereitet, kam in dem Original-Karton in der Box. Ist das nicht geil? Den habe ich auf eBay geschossen mit einem Preisvorschlag. Die Figur ist von Kenner, also Original-Kenner ist von 1992 oder von 1993 ist er, glaube ich. Ja, Terminator 2, Judgment Day, Tag der Abrechnung, der Terminator-Film schlechthin für viele, der beste Terminator. Für mich ist, muss es leider sagen, Terminator 1 der bessere. Terminator 2 ist ein genialer Film, der Maßstäbe gesetzt hat, das auf jeden Fall. Aber ich finde den ersten immer noch, von 84 immer noch besser, weil er roher, weil er brutaler, weil er, ja, kälter ist, sage ich mal, ja. Der Film hat aber genauso sowas von eine Daseinsberechtigung bei mir im Regal zu stehen. Ja, und deswegen, oder nicht deswegen, aber der Verkäufer hatte mir noch was beigelegt, was ich gar nicht gekauft hatte. Also er hat mir einfach was beigelegt. Das habe ich bei eBay, bei Kleinanzeigen habe ich das ab und zu, dass jemand nochmal ein Goodie reinlegt. Bei dem normalen eBay kenne ich es gar nicht. Und er hat mir noch eine original verpackte DVD von Terminator 2 reingelegt. Finde ich total, total cool. Ich habe den Film natürlich auf Blu-ray, ich habe die 3D-Fassung, ich habe alle Fassungen fast, die es gibt. Auf VHS habe ich ihn auch, aber auf DVD hatte ich ihn mal. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch habe. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Der ist noch original verpackt, wie gesagt. Ja, und allein diese typische Verpackung hier, also diese Verpackung hier ist typisch, finde ich, 90er Jahre. Ich finde es total genial, dieser rote Schriftzug hier. Ich blende natürlich auch Bilder ein, wie die Figur in der Verpackung ist. Ich habe sie jetzt extra mal rausgeholt, weil es gibt noch ein kleines Gimmick. Denn wenn man hier oben sieht, he talks, also er spricht sogar. Und die Figur war schon auf. Er hat gesagt, es war ein Vitrinenstück. Das heißt, er hat ihn auch ausgepackt, hat ihn selbst gekauft gehabt, hat ihn ausgepackt, hat ihn in die Vitrine gestellt. Ja, und der ist wirklich in einem makellosen Zustand. Der Karton auch. Ja, hasta la vista, baby, oder I'll be back, sagt er auch. Das testen wir gleich mal aus. Und wie gesagt, ich finde, das Rot passt total cool. Es ist der Original Terminator Schriftzug. Die Figur ist von Kenner, wie gesagt. Ich habe hier neben, zeige ich auch noch mal die, ja, die Seitenansicht hier. Ich finde es total klasse. Ja, und natürlich die Rückansicht darf auch nicht fehlen. Ja, total cool. Richtig cooler Karton, richtig groß. Ich liebe ja diese großen Figuren. Wer mein Toyplosion Video gesehen hat, ich hoffe, das habt ihr alle gesehen. Da habt ihr ja gesehen, dass ich den Sylvester Stallone von Over the Top gefunden habe, von dem Armdrücker-Mützenfilm hier.
bei Steinedorf mitgenommen. Und der ist nochmal ein Stück größer. Der Terminator ist minimal kleiner, aber nichtsdestotrotz genauso toll und genauso schön. Und jetzt gucken wir uns hier die Figur mal an. Ja, wie gesagt, er hat die Sonnenbrille dabei, die kann ich auch abziehen. Ja, die kann ich ihm auch genau abnehmen hier. Die ist nur mit so zwei kleinen Clips befestigt. Finde ich sehr schön. Ich finde, das Gesicht ist wirklich Arnolds Gesicht. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Ja, das ist ja oft so, dass es bei den Figuren, wenn es um Menschengesichter geht, Monster sehen immer toll aus. Sie sehen immer aus wie 1 zu 1 aus dem Film. Wenn es um Menschen geht, sieht es meistens sehr, sehr schlecht aus. Er kann die Arme bewegen. Er ist im Damaged-Modus, sage ich mal. Ja, er hat hier Löcher oder ein großes Loch in der Brust. Da ist ein Lautsprecher drunter, Leute. Er hat das Endoskelett, guckt hier ein bisschen raus. Auch im Gesicht natürlich sieht man es. Ja. Die Hose ist hier aufgeschnitten. Auch da guckt das künstliche Kniegelenk raus. Ist auch nicht mehr der jüngste halt, der Gute. Ansonsten in seiner typischen T2-Lederkluft. Und er hat hier die Gatling-Gun in der Hand, die er auf ja, die Polizisten abfeuert. Aus dem Hochhaus raus. Und es hieß, die macht Geräusche. Also man kann sie drehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und hört. Es hört sich nicht sehr original echt an, nach einer Maschinenpistole, nach einem Gewehr. Also es dreht sich auf jeden Fall das Teil hier vorne und ich habe den Deckel mal abgeschraubt. Ja, und zwar hier hinten kommen drei kleine Mikrobatterien rein, also 3x A Batterien rein. Die habe ich eingelegt und Leute, ich habe noch nicht drauf gedrückt. Ich habe extra noch nicht drauf gedrückt. Ihr seht hier hinten 5 Knöpfe. Ja, und ich wollte extra für dieses Video warten. Ihr seid jetzt bei der Premiere dabei, ob dieser Arnold, ob dieser Terminator, der T-800 wirklich spricht. Ich drücke jetzt mal auf Knopf 1 und halte den mal irgendwie hier an die Kamera. I'll be back. Habt ihr es gehört? Der spricht wirklich und zwar I'll be back. I'll be back. Hört sich sogar richtig cool an. Knopf 2. Hasta la vista, baby. Ja, hasta la vista, baby. Sehr cool. Knopf 3. Okay, das war das Maschinengewehr. Ich hoffe, ihr hört es. Echt cool. Und der vierte Knopf. Das waren mehrere abgefeuerte Schüsse. Das hört sich eher nach einer Shotgun an. Und der letzte Knopf. Der macht nix. Oh, doch, der macht doch was, glaube ich. Ja, der letzte Knopf macht was. Der letzte Knopf, beim letzten Knopf leuchten die Augen. Ist das Ding cool oder ist es cool? Ich finde ihn saucool, richtig gut und er gefällt mir wirklich gut und ich muss mir langsam echt Gedanken machen. Ja, die Figuren, die ich irgendwie bekomme, werden immer größer, wo ich diesen Karl Wenzmann von Arnold hier hinstelle. Der wird sich natürlich gut neben dem Sylvester Stallone von Over the Top machen. Allerdings ist Over the Top 80er, der ist 90er. Mal gucken, wie ich es halt mache. Auf jeden Fall sehr cool und I'll be back. I'll be back. Ja Leute, und da Arnold sowas ähnliches für mich ist wie ein Superheld, machen wir jetzt mit einem Superheld weiter. Und zwar habe ich auf Kleinanzeigen eine Anzeige gesehen, mit einem ganzen Konvolut aus Bildern, aus Figuren und der Verkäufer hatte dann runtergeschrieben, jedes Teil 5 Euro und da hat man so ein bisschen durchgeblättert, es waren mehrere Bilder und ich habe da zwei Sachen gesehen. Die Anzeige war schon relativ lange online, ich habe gedacht, ich probiere trotzdem mein Glück, schreib ihn an, frag ihn, sind diese zwei Teile noch da, würde ich gerne nehmen mit Versand. Und er hat geschrieben, ja, sind noch da, er macht mir noch mal Fotos, weil das eine nicht mehr im guten Zustand ist. Hat Fotos gemacht, ich wollte es trotzdem haben, weil ich fand es so skurril. Und apropos Superheld, ich habe hier einen, ja, Spider-Man. Ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Es ist ein Spider-Man, es sieht aus wie ein Bootleg. Ja, die Verpackung ist nicht mehr im guten Zustand. Ich habe hinten drauf das Spider-Man, das Comic-Artwork, sage ich mal, der Schriftzug. Es ist ja der Comic Spider-Man auch abgebildet und die Figur ist ja Spider-Man nachempfunden, sage ich mal. Es ist nicht der Original Spider-Man-Anzug, es ist irgendeine Bootleg-Figur. Der Kopf, den konnte ich berühren, weil der Blister ist hier oben komplett gecrackt. Ja, der Kopf ist so aus weichem Gummi. Der Körper, der Torso, die Beine und so weiter sind aus Hartplastik. Ja, und ja, der Blister ist auch nur mit Tackerklammern
oben und unten festgemacht. Ja, der Blister ist ansonsten lose, aber trotzdem ist die Figur, die sieht wirklich unbespielt aus. Ja, ich finde es total toll. Ich weiß nicht, ob das ein Kirmes-Teil war oder wo der her ist. Auf jeden Fall, ich kenne ihn nicht. Ich habe online gesucht. Ich habe ihn nicht wirklich gefunden. Ja, wenn ihr den kennt, lasst es mich mal wissen, denn auch es steht kein Hersteller, es steht kein Produktionsjahr etc. drauf. Die Rückseite, will ich auch nochmal zeigen, ist ganz einfach, wie es halt diese Kirmes-Dinger waren früher, sage ich jetzt einfach mal, blanke Pappe. Oben ist ein kleiner Aufkleber drauf, das werdet ihr wahrscheinlich nicht lesen können in dem Video, aber ich glaube, es ist irgendwie, ich weiß nicht, argentinisch könnte es sein, spanisch, irgendwie sowas. Ja, also ein typischer Bootleg, noch in Verpackung. Ja, wie gesagt, der Blister ist auch unten gecrackt. Der Blister sitzt nur noch mit Tackerklammern befestigt drauf. Oben riesen Cracks dran. Aber trotzdem wollte ich den unbedingt haben. Ich finde ihn total cool, weil wie gesagt, der ist wirklich unbespielt. Die Spinne hier ist ein Aufkleber, der löst sich so ein bisschen. Der Aufkleber ist, ja, sieht auch noch neu aus. Also der war noch nie ausgepackt. Den habe ich mir mitgenommen. Und dann, was ich mir noch mitgenommen habe, wie gesagt, das hat er auch gesagt, ja, ist noch da. Ich habe auch das Teil, habe ich nirgendwo gefunden. Ich habe es einmal auf eBay gefunden im Nachhinein, wie ich danach gesucht habe. Da will jemand per Sofortkauf 60 Euro oder 59,99 für haben. Ich habe es, wie gesagt, für einen Fünfer gebraucht bekommen. Das Ding war auch gebraucht auf eBay übrigens. Ja, eine mobile Abschussbasis Delta 3. Hier steht Delta 3. Ja, von SISO, noch mit dem alten SISO-Logo, ja, ein Fahrzeug, auch hier kein Jahresangabe drauf, hier steht eine Modellnummer drauf, aber auch mit der habe ich sonst nichts online gefunden. Ich fand das Ding einfach nur skurril, ich mache es jetzt mal auf, es ist komplett, ich habe hier das Fahrzeug, die mobile Abschussbasis. Ja, sieht aus wie ein, von hinten sieht es fast aus, ein bisschen wie ein Sternzerstörer von Star Wars. Ja, aber auch der sieht fast unbespielt aus. Gummireifen, ja, die wirklich nicht benutzt sind. Man kann ihn aufdrehen und dann rollt er auf dem Boden. Hier oben hat er so drei, ja, Erhöhungen drauf. Und auf diese drei Erhöhungen kann ich jeweils diese Teile draufsetzen hier. Ja, so, der sitzt. Und dann kann ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich sie abschieße. Das habe ich nicht rausgekriegt. Ich muss es ausprobieren. Ich weiß nicht, auf jeden Fall kann ich hier die drei, ich zeige es dir gerade nochmal, ich habe hier drei verschiedene Abschuss, UFOs nenne ich es mal, die kann ich hier oben drauf platzieren. Finde ich sehr, sehr schön. Ein skurriles Teil. Ich denke mal auch, das müsste 80er Jahre sein, tippe ich mal drauf. Vielleicht sogar ganz späte 70er, ich weiß es nicht genau, ich kann mich auch täuschen, vielleicht ist es 90er. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Ding kennt, wenn ihr das Ding vielleicht habt. Die Kurzanleitung ist auch noch mit dabei und ich habe sogar den Stickerbogen mit drauf, der nicht mehr, der halt beklebt wurde hier, aber trotzdem, der Stickerbogen ist mit dabei. Ich finde es total cool und ach, hier unten ist ein Hebel, muss mal testen. Okay, es tut sich nichts. Okay, hier ist ein Hebel. Aber selbst wenn das Ding nicht mehr funktionieren sollte, für 5 Euro, ja, plus, also wie gesagt, mit dem Spider-Man zusammen für 10 Euro, ja, und er wollte, glaube ich, 4 Euro Versand haben, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich musste es kaufen, weil das ist so ein skurriles Spielzeug. Das ist was, ja, was ich nicht alle Tage sehe, was nicht so Standard ist, was man permanent irgendwie in jeder Sammlung hat und so weiter. Ich finde es total cool, dieses alte Spielzeug aus, ja, der nostalgischen Vergangenheit, nenne ich es mal, liebe ich so sehr. Und deswegen war das für mich ein Kauf, den ich auf keinen Fall bereut habe und auch nicht bereuen werde. So Leute, und jetzt springen wir nochmal zu Actionfiguren, ja, und zwar zu Figuren von Filmen. Ich habe wieder was gefunden, was ich nie wusste und auch nie dachte, dass es dazu Figuren gibt, zu diesem Film. Das ist ein Film, der fällt gerade noch so in meine Grenze der Sammlung rein, denn der Film ist von 1999 oder 98, also Ende der 1990er Jahre. Somit ist er noch in meinem Beuteschema drin. Ja, und es handelt sich, ich zeige es euch erstmal, den Film,
um den Film Virus oder Virus mit Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland und William Baldwin in der Hauptrolle. Ja, es ist hier die meine DVD, noch meine alte Erstauflage. Damals gab es ja verschiedene DVD-Hüllen, bevor sich dieses MRA-Case durchgesetzt hat. Das sind noch so Kunststoffhüllen hier. Ja, den habe ich mir wann war das denn? 99 müsste das gewesen sein. Hier steht jetzt 2000 drauf. Der ist wahrscheinlich 2000 rausgekommen, aber 99 oder 98 ins Kino gekommen. Der Film, ja, handelt von einem, ich weiß es gar nicht mehr genau, von einem Bergungsschiff oder irgendwie sowas, die auf der See sind und dann ein Notsignal bekommen von einem Schiff, sehen das Schiff, kommen hin, die Mannschaft ist nicht da und dann bemerken sie, dass eine außerirdische Lebensform dieses Schiff übernommen hat, dass die Menschen zu Cyborgs zusammenbaut und den Mensch halt als Bedrohung dieses Planeten oder als Bedrohung sieht und den Menschen vernichten möchte. Ja, der Mensch richtet diesen Planeten zugrunde, das weiß jeder von uns, glaube ich. Und in dem Film haben sie das gemacht, haben sie das dargestellt, dass der Mensch der Virus ist, der ja von der Erde weggepackt werden soll. Und zu diesem Film gibt es Figuren. Ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe mir eine besorgt, die ich gefunden habe. Und zwar habe ich hier die Figur der Jamie Lee Curtis. Ja, und zwar ist das Kelly Foster, nennt die sich. Sieht nicht so aus wie Jamie Lee Curtis. Ja, ist auch wieder eine typische, finde ich. Man sieht es gerade, ist eine typische 90er-Figur. Das sieht man an der Form, an der Größe, auch an der Verpackung. Ja, und ich hatte ja Figuren jetzt schon von Waterworld, von Dragonheart, von Robin Hood und so weiter. Das waren noch Filme, die vielleicht auch nicht die Blockbuster schlechthin waren, aber die doch relativ bekannt sind. Virus ist, glaube ich, ein Film, der nicht jedem was sagt oder der auch nicht jedem gefällt. Der ist wohl an den Kinokassen grandios gefloppt. Ja, nichtsdestotrotz gab es hier Figuren. Ich zeige das jetzt gerade mal auf deiner Rückseite. Es gab mehrere Figuren und es gab auch wohl ein riesengroßes, dickes, fettes Monster. Das ist irgendwie so ein Karton gewesen. Ja, ein Cyborg. Hier sind auch immer Cyborgs mit dabei. Bei jeder Figur ist so ein kleiner Cyborg-Teil, so ein käferartiges Ding dabei. Und die Figuren sind von, jetzt mal gucken, ob ihr das kennt, von Resaurus. Ja, gab es wohl in Deutschland auch mal wieder nicht, sondern wahrscheinlich nur in den USA. Ja, hier steht Resaurus Universal. Universal Pictures hat den Film verlegt. Oder rausgebracht, ja, und Virus Collector Series, nennt sich sogar Collector Series, finde ich total krass, wie gesagt, ich wusste noch gar nicht, dass es diese Figuren gibt, möchte jetzt natürlich hier auch, weil es ist auch wieder, wie bei den 90er Filmfiguren generell, ja, fällt mir gerade so ein, eine kleine Toyline. Es gibt meistens so zwischen 5 und 8 Figuren, vielleicht noch das ein oder andere Playset oder Fahrzeug dabei und das war's, ja, also wirklich überschaubar. Hier genauso, wenn ich das richtig interpretiere, gibt es hier irgendwie wahrscheinlich 4 Figuren, die Jane Foster, nee, Quatsch, okay, hier sind 4 weitere Figuren, das heißt mit dieser hier, Kelly Foster, sind es 5 Figuren, plus es gibt auf jeden Fall noch dieses große Teil, also Minimum 6 gibt es, vielleicht auch nicht mehr. Auch hier wieder ein Aufruf, wenn ihr diese Figuren habt, wenn ihr diese Figuren kennt, wenn ihr die Figuren vielleicht irgendwo findet, lasst es mich wissen. Ja, schreibt es in die Kommentare. Auch diese Toyline würde ich gerne komplettieren. Ja, Virus. Science Fiction? Nein, ist es nicht. Action, Horror, was auch immer. Ein Mischmasch-Film, ja, den ich mir, nachdem ich die Figur gefunden habe und meine DVD jetzt rausgeholt habe, auf jeden Fall die Tage nochmal angucken werde. Ich habe die DVD gekauft, das heißt, so schlecht konnte ich ja nicht finden. Ich werde ein Review, also ein Review nicht auf dem Kanal hier machen, aber ich werde auf jeden Fall den Film nochmal anschauen. Und wenn ihr es wissen wollt, kann ich gerne nochmal in einem nächsten Video sagen, wie ich den gefunden habe. Auf jeden Fall freue ich mich eigentlich darauf, den Film jetzt nochmal anzuschauen. Ja Leute, und weiter geht's mit Figuren. Und zwar diesmal Plüschfiguren. Also ich, irgendwie hat es mir das zuletzt angetan. Ich habe hier einige jetzt in der Sammlung. Regina Regenbogen hier, den roten Schopf, den ihr hier vielleicht seht. Und jetzt habe ich auf Facebook, in einer Facebook-Gruppe, in einer Nostalgie-Gruppe hat jemand das angeboten. Und ich habe mir Plüschfiguren geholt von In einem Land vor unserer Zeit. Und zwar sind das nicht die Figuren zu dem Originalfilm, der rausgekommen ist, sondern zu den Nachfolgefilmen.
Ich glaube, da gab es ja oder gibt es ja mittlerweile 12 oder 13 Filme von. Hier haben wir Sarah, ja, die kleine Triceratops-Dame. Und das Schöne ist, die Figuren sind alle noch neu. Sie haben noch das Etikett dran, hier in einem Land vor unserer Zeit. Ja, auf der Rückseite sieht man, welche Figuren es noch gab. Das heißt, da komme ich jetzt drauf. Also hier haben wir einmal Sarah. Dann habe ich hier den kleinen Mini-T-Rex. Ja, und zwar ist das Chomper. Ja, den habe ich hier auch wiederum mit Etikett. Ja, und ich habe den grünen. Man könnte meinen, das ist ein Laubfrosch. Aber nein, das ist Spike. Ja, und auch er, wieder das Etikett dabei. Auf der Rückseite die... Oh, Spike? Machen wir das. So, die Figuren, so machen wir so rum, die es noch gibt. Und zwar seht ihr da, es gibt noch Littlefoot. Den habe ich nicht. Also auch hier wieder der Aufruf. Jetzt habe ich 3 von 4 Figuren oder Plüschis. Den vierten brauche ich natürlich auch noch. Hätte gerne den vierten aus der Serie hier. Und wenn man hinten aufs Etikett guckt, dann sieht man, die Figuren sind von 1997, also auch späte 90er. Land Before Time 1997, auch Universal City Studios, ja, Merchandise. Also auch hier der Aufruf, hätte gerne Littlefoot noch von diesen, damit ich dieses Set komplett habe. Ansonsten habe ich hier weitere 3 Plüschtiere in der Sammlung. Das wird langsam auch eng, wo ich die hinstopfen soll, aber ich finde es einfach toll. Und ich konnte nicht Nein sagen, denn die Verkäuferin in Facebook wollte 5 Euro pro Figur haben, beziehungsweise hat gesagt 8 Euro, glaube ich, pro Figur und alle 3 für 15 Euro. Und das haben wir auch sofort gemacht. 15 Euro fand ich vollkommen okay. Hab noch 4 Euro Versand bezahlt, was auch vollkommen okay ist. Ja, und habe 19 Euro für diese 3 bezahlt. Ja, ein bisschen mehr, ja, 6,50 Euro irgendwie sowas, ja, pro Figur. Das fand ich vollkommen gut und habe jetzt 3 weitere Plüschfiguren, ups, mein Mikrofon, in meiner Sammlung. So Leute, kommen wir mal zu was anderem außer Figuren. Gleich kommen noch welche, aber ich möchte jetzt erstmal was zwischendurch sagen. Auch hier ein Kleinanzeigenfund von 1990. Also sehr viel 90er Sachen hier, merke ich gerade, wie ich so erzähle. Aber zu Filmen aus den 80ern. Und zwar habe ich hier mal wieder was von Indiana Jones. Und zwar habe ich ein Indiana Jones Quartett von Ass. Ja, Altenburger, wie heißt es? Altenburger Stralsunder heißt es, glaube ich. Und dann kommt da noch irgendwas. Altenburger und Stralsunder, genau, richtig, AG. Hier steht drauf, das seht ihr wahrscheinlich nicht sehen, ich blende natürlich Bilder ein, mit Abenteuern aus allen Filmen. Da das Quartett von 1990 ist, heißt hier alle Filme 3 Filme. Und das sind auch die 3 wichtigsten, nämlich Jäger des verlorenen Schatzes, Tempel des Todes und Der letzte Kreuzzug. Die Karten sind komplett, es sind alle Karten dabei. Ja, die Hülle ist in einem wunderschönen Zustand. Auch hier die Anleitung ist hier auf der Rückseite der großen Karte. Ja, und ich habe für dieses Quartett mit Versand 5 Euro bezahlt. Auch da, denke ich, kann man nichts sagen. Das hat mich sehr gefreut, ja, wie ich das gefunden habe. Alles, was ich zu Indiana Jones finde, vor allem nicht nur neue Sachen. Ich sammle ja die neuen Sachen auch, aber alte Sachen. Es gibt nicht wirklich viel Altes von Indiana Jones. Und umso mehr freut es mich, dass ich dieses Quartett hier gefunden habe und jetzt mein eigen nennen darf. Weiter geht es mit Hörspielkassetten. Die habe ich wiederum auf eBay Kleinanzeigen, beziehungsweise heißt ja nicht mehr eBay, ich sage das immer noch so, auf Kleinanzeigen gefunden. Der Verkäufer wollte 2 Euro pro Kassette haben. Ich habe mal geguckt, er hatte, keine Ahnung, zig Bilder von Kassetten drin. Ich habe mal durchgesucht, habe ein paar gefunden, habe gefragt, ob die noch da sind. Habe die dann bekommen, es sind 4 Stück. Ich habe für die 4 Stück dann 8 Euro bezahlt plus 1,60 Euro Versand. Ja, also 9,60 Euro habe ich für 4 Kassetten bezahlt. Mal gucken, was ihr jetzt dazu sagt. Ich habe einmal aus der Winnetou-Serie, aus der TV-Serie Mein Freund Winnetou, die Folge 5, der große Kriegsrat gefunden und bekommen. Ich habe von Tao Tao, der kleine Panda-Bär, Folge 3 bekommen. Von Ariola müsste das sein. Genau, Ariola. Ja, der Verlag Tau Tau habe ich früher geliebt. Ich habe von der Condorland, ja, ist ein sehr, ja, altes Label, nenne ich es einfach mal. Und ich sammle alles, was Condorland ist. Ja, Folge 9, der Kurier des Zaren, ja, ein
Roman, Hörspiel, das Kurier des Zaren wurde ja x-mal verfilmt, in Hörspielen gebracht und sowas. Und auch von Condorland hat das rausgebracht. Ja, ich liebe diese Condorland-Kassetten. Und da konnte ich auch nicht Nein sagen für 2 Euro. Und dann habe ich noch eine von RCA, noch eine Kassette. Und zwar eine Kassette von den Monchichis. Ja, auch die habe ich für 2 Euro mitgenommen. Die wird auf eBay, wenn ich die verkauften Sachen angucke, wirklich höherpreisiger gehandelt. Ja, Monchichis, so richtig zum Liebhaben, Wochenendferien heißt die Kassette. Finde ich total toll. Wie gesagt, alle 4 Kassetten mit Versand für unter 10 Euro. Ich denke, auch da kann man nichts sagen, oder? Was meint ihr? So, wer meine Videos aufmerksam verfolgt, der weiß, dass ich in einem der letzten, ist schon ein bisschen länger her, Videos Bildscheiben von dem Viewmaster gezeigt habe, von Bonanza. Ich glaube, die stehen sogar hier irgendwo im Hintergrund im Regal. Vielleicht habe ich auch gerade meinen Wasserkopf davor, dass ihr es nicht seht. Aber ich habe gesagt, ich bin ja auf, ich halte ja Ausschau auf oder nach einem Viewmaster-Gerät, damit ich diese Scheiben auch angucken kann. Gesagt, getan, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich einen gefunden, auch wiederum auf Kleinanzeigen. Ich habe einen Viewmaster, ja, einen grauen. Ich hatte damals einen roten gehabt. Ja, einen roten möchte ich auch nochmal haben. Aber der müsste so aus den 60er, 70er Jahren sein, wahrscheinlich frühe oder späte 60er, besser gesagt frühe 70er in Grau. Ja, das heißt, man legt die Scheiben hier oben ein, ja, guckt dann hier natürlich durch und diese Scheiben haben die Bilder immer gespiegelt. Ich zeige es euch gleich nochmal und kann dann eine kleine Geschichte mir angucken. Und hier oben dann in diesem Fenster, in diesem freien Fenster, ist dann immer eine kleine Beschreibung, was man auf dem Bild sieht. Ich finde es total toll. Das war früher mein Kino. Hier klickt man dann immer weiter, ja, und geht in die nächsten Bilder rein. Den habe ich bekommen, aber nicht alleine, denn ich habe noch Filme dabei bekommen. Und zwar hat der Verkäufer noch mit angeboten, einmal Max und Moritz. Ja, diese Filme sind alle komplett. Es sind immer 3 Scheiben, gehören in einen Pack rein. Ja, es ist immer eine Anleitung dabei und eine kleine Geschichte, was da erzählt wird. Ich habe hier Flipper. Ja, ich hole es gerade mal raus. Dann sieht man das auch mal. Ja, hier, das sind diese Scheiben. Ja, die steckt man dann mit der Schrift zu sich. Ja, einfach vorne rein. Ja, dann habe ich diese Scheibe hier drin und dann kann ich die Bilder durchgucken. Die Scheibe dreht sich immer eins weiter und ich sehe immer ganz toll, was da passiert. Finde ich richtig, richtig klasse. Das war halt ja alles Mechanische, alles, was nicht digital ist, finde ich halt einfach so toll. Ja, also wie gesagt, Flipperscheiben, 3 Stück. Und Stefan Zodaks Zeitresor, es tut mir leid, das erwähnen zu müssen, aber das beste Sandmännchen, das es gibt, das West-Sandmännchen. Auch da gab es Scheiben von, ja, auch hier habe ich zuschlagen müssen. Das war ein Kombipack, wie gesagt. Er hatte den Viewmaster plus diese 3 Scheiben, Max und Moritz Flipper und das West-Sandmännchen. Ja, und ich habe inklusive Versand dafür 14 Euro bezahlt. Auch da Top-Preis, kann man nichts gegen sagen. Die Scheiben, die Bildscheiben gehen normalerweise auch so, ja, je nachdem, was es halt ist, ja, mal mehr, mal weniger gefragt, ja, für 5 Euro weg, für 10 Euro weg, originalverpackte auch mal für 30, 50, 100 Euro, je nachdem, was es halt ist, ja, und wie gesagt, für die 3 plus den Viewmaster, ja, 14 Euro, auch da würde ich sagen, kann man nichts sagen, oder? Was meint ihr? So, weiter Kleinanzeigen. Mein Lieblingsindianer Winnetou ist auch wieder dabei. Eben war es die Hörspielkassette zu Mein Freund Winnetou, der TV-Serie. Jetzt habe ich noch mitbekommen oder auf Kleinanzeigen gefunden, ein Puzzle zu Winnetou. Und zwar sind hier 3 Puzzle drin. Ja, als Titelbild wurde Uschi Glas als Apanachi, als das Halbblut Apanachi gewählt. Dieses Puzzle ist natürlich drin. Ja, genauso wie einmal Sam Hawkins. Und einmal Winnetou mit einer Dame, die ich nicht genau entziffern kann. Und Götz George, der junge Götz George, jawohl, ist auch hier auf den Puzzlen verewigt. Und es steht hier nicht drin, nicht dran, wie alt das ist, von wann das ist. Ich denke mal, das ist auch späte 60er oder Mitte 70er vielleicht. Ja, Rialto-Film, ja, wo die Winnetou-Filme produziert wurden. Ja, es sind 3 Puzzle zum Film Das Halbblut Apanachi. Jetzt hätte man vorher mal gucken können, wann Das Halbblut Apanachi rausgekommen ist. Aber habe ich leider nicht getan. Auf jeden Fall, die Puzzle sind komplett. Es sind von jedem Bild jeweils Papiervorlagen dabei.
Habe ich auch schon gepuzzelt. Es ist komplett, ja. Bilder blende ich natürlich wieder ein. Ja, dann seht ihr auch, wie gesagt, den jungen Götz George. Und für das Puzzle habe ich, ich glaube, mit Versand, es waren 2 Euro für das Puzzle und ich glaube 2,60 Euro für Warensendung, also irgendwie 4,60 Euro oder 4,50 Euro bezahlt. Auch da ein Winnetou-Puzzle hatte ich noch nicht. Hab das gesehen, schöner Zustand für das Alter und zugeschlagen. Kommen wir zu einer kleinen Channel-Spende. Der Lars hat mir etwas geschickt, beziehungsweise hat mir Bilder geschickt und gesagt, hier, kannst du hier was aussuchen. Ja, ich möchte dir einen kleinen Gefallen tun. Lars, nochmal viele Grüße an dich, vielen lieben Dank. Die Figuren sind angekommen, die möchte ich jetzt hier kurz vorstellen. Kein Video ohne Bulli-Figuren, ohne Schleichfiguren, ohne Gummifiguren. Deswegen habe ich hier einmal aus dem Dschungelbuch Shere Khan, ja, den guten Tiger. Das ist 80er Jahre, meine ich, 83 oder 84 ist der rausgekommen. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Ein sehr schöner Zustand. Ja, dann habe ich passend zum Dschungelbuch noch den Mowgli. Ja, der ist neuer, der müsste um die 2000 sein, also Jahr 2000 rausgekommen sein, der kleine Gute hier. Dann habe ich eine Überraschungsei-Figur, auch aus dem Jahr 2000, aus der Asterix-Serie. Der gute Fischverkäufer hier, ich komme gerade nicht auf den Namen, irgendwas mit X am Ende auf jeden Fall. Auch der sehr schön, hat mich sehr gefreut. Und eine kleine Biene-Maja. Biene-Maja darf natürlich auch nicht fehlen auf meinem Kanal. Ja, ich meine, die ist auch von 1985 Apollo Wien und hier hinten steht noch auf dem einen Flügel steht eingestanzt Kreuzer drauf. Weiß nicht genau, was Kreuzer ist. Ich glaube, das ist irgendwie eine Stifte oder eine Schreibwarenfirma oder so. Und das würde halt passen, weil die Biene Maja ist unten hohl. Ich sage jetzt mal das Loch in der Maja. Ja, und normalerweise ist es wahrscheinlich ein Stiftehalter. Das heißt, ich kann die auf einen Bleistift setzen oder sowas. Gehe ich mal von aus. Wenn ich komplett falsch liegen sollte, Leute, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Dann sagt mir, wofür das Loch in der Maja ist. Ich denke, es ist für Stifte. Ja, zu guter Letzt nochmal. Ich habe eine Regina Regenbogen bekommen. Ich habe einen Poppels bekommen auf einem der letzten Flohmärkte. Ich habe Barbie gefunden gehabt. Also irgendwie sind so diese Spielsachen, die ich damals, muss ich wieder vorsichtig sein, was ich sage, als Junge nicht gemocht habe, jetzt auch bei mir in die Sammlung eingezogen. Ja, und ich finde sie toll. Ja, dieses früher als Mädchenspielzeug abgehandelte Sachen. Wie gesagt, auch mit Jungen kein Problem, wenn man damit gespielt hat. Früher war ich halt, ich brauche Actionfiguren, ich brauche He-Man und so weiter und Mädchen spielt doch mit eurem Kram. Das sehe ich nicht mehr so. Das war mein kleines Ich, war das. Und jetzt sammle ich auch diese tollen Figuren und ich habe 2 weitere geschenkt bekommen, muss man nochmal sagen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen. Ich freue mich da tierisch drüber. Ja, möchte die jetzt hier vorstellen. Und zwar habe ich von den Keepers Figuren bekommen. Ich finde es total klasse. Ich freue mich da so dermaßen drüber. Ich habe hier ein Häschen mit aufstehenden oder mit hängenden Ohren, je nachdem, wie der Gemütszustand so ist. Und diese Keepers von der Firma Tonka waren die ja aus den 80er Jahren oder Anfang 90er sogar vielleicht auch noch. Ich weiß es gar nicht genau. Hier steht gerade gar nichts drauf. Sehr schön. Und das Schöne war, dass diese Figuren ja immer ein Geheimfach hatten oder zumindest ein Abschließfach hatten. Und das hat sie hier auch. Oh, ich habe es zugeschlossen. Und sogar der Schlüssel ist noch dabei. Ich kann den hier in dem Fall am Bauch aufschließen. Mache hier den Bauch auf, so wie Han Solo das Tauntaun aufgemacht hat und Luke gewärmt hat. Kann ich hier einen Bauch aufmachen und kann hier ja, meine Schätze reinlegen, dass meine Eltern die nicht sehen, nicht finden oder meine Geschwister, meine Nervigen. Ja, mach zu, schließ wieder zu und das Ding ist ins Schloss gefallen. Richtig schön. Oftmals war ja, glaube ich, auch noch mal ein Kamm dabei. Ja, aber Hauptsache den Schlüssel habe ich. Ja, das ist sehr schön, dass ich das Ganze auf und zu machen kann. Ich finde es so toll, dieses schöne Häschen hier, dieses Hoppelhäschen, wandert in meine Sammlung, kommt neben meinen Poppel zu meinen Barbie-Koffern. Es passt einfach so schön, ein schönes kleines Regal zu machen mit diesen tollen Kindheitserinnerungen aus ja, der 80er Jahre, aus den 90er Jahren, aus dieser Zeit eben. Ich finde es total toll. Wie gesagt, die habe ich geschenkt bekommen. Ich freue mich da so dermaßen drüber. Und wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe die geschenkt bekommen. Das heißt, es geht noch weiter. Ich habe noch eine Figur und zwar einen kleinen Keepers.
ja, einen kleinen Keeper aus Gummi. Der Hase hier nochmal war aus Kunststoff. Ja, der Kopf ist ein bisschen weicher, aber der gute hier, der kleine, ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist ein Bärchen. Es könnte ein Bärchen, ein Teddy oder sowas sein. Auf jeden Fall hat er eine Windel an, sieht man hier hinten. Hat einen Honigtopf. Also ja, macht gerade Sinn, dass es ein Bär ist, wenn ich drüber nachdenke. Ja, auch schöne Haare. Hier wurde sogar das eine Haar, hier hat man offen getragen. Beim anderen Haar hat man ja einen Zopf geflechtet. Sehr schön. Ich glaube, den werde ich auch einfach so lassen, weil das Kind, was zuletzt damit gespielt hat, das wahrscheinlich so zuletzt angefasst hat und gemacht hat. Ich finde das so schön. Das ist so ein Zeitzeugnis und der bleibt so. Den öffne ich nicht, die Haare. Ja, und diese Keepers, auch da konnte man was verstecken. Und zwar hier im Popo. Ja, das heißt, wenn ich den zusammengedrückt habe, hat sich hier die Öffnung ergeben und da könnte man hier was reintun. Man könnte hier ein paar Münzen vielleicht reinschmeißen, ein kleines Geldversteck oder was auch immer, vielleicht ein Liebesbriefchen aus der zweiten Klasse, was auch immer. Finde ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch den habe ich geschenkt bekommen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist echt Wahnsinn. Ja, das freut mich echt so dermaßen. Auch der Hase. Guckt euch die mal an. Ich finde es einfach toll, was es früher an schönem, schönem Spielzeug gegeben hat. Ja Leute, das waren meine Funde abseits vom Flohmarkt. Jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt in die Kommentare, wie habt ihr das Ganze gefunden. Wenn ihr ja Fragen habt, Anregungen habt, dann schreibt mir auch gerne auf retrorauner@outlook.de, also retrorauner in einem Wort, @outlook.de. Schreibt mir, was ihr von mir wissen möchtet. Schreibt mir, wenn ich vielleicht bei irgendwas komplett falsch gelegen habe, wenn ihr andere Preisvorstellungen habt, was auch immer, lasst es mich wissen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro-Rauner.